Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zur 21. Folge von Minecraft Flucht 3 gemeinsam mit Paluten. Hallo! Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung, da ist er sowie die Playlist zu dem Projekt verlinkt. Ja. Aktiviert die geile Glocke. Und in der heutigen Folge werden wir endlich mal das erreichen, was wir uns schon so lange vorgenommen haben. Denn ich habe zwischendrin nochmal nachgeschaut, wo genau die denn sein sollen in der 1.18-Version. Und daraufhin, nach längerer Suche, diese tolle Höhle hier gefunden, um den einzusammeln. Deswegen habe ich das ja noch nicht in der letzten Folge gemacht. Muss ich leider einmal kurz einen Unfall simulieren. Warum? Weil ich einen guten Freund hier lassen muss. Aber das ist nicht schlimm, dem geht's bestimmt ganz gut. Ach so, Puff, ja. Den Schwung gibt's immer. Und da ist er auch schon. Na komm in meine Arme. Das niedlichste Raubtier, das kannst du gleich essen. Oh. Ich grab mich einfach hoch. Dankeschön. Bist du schon wieder zu Hause im Dorf? Ich? Nee, noch lange nicht. Ich grab mich gerade hoch. Ich glaube, ich muss dahin. Ist das unser Dorf? Ich erkenne es nicht. Ich sehe es. Schnauze. 108, Schnauze! 71, 128. Hallo! Ach so, und soll ich es nochmal sagen? Zwischen den Folgen, Leute, hatte Paluten einfach eine grandiose Idee. Und sieht man auch einfach, dass ich dich über die Jahre verändert habe. Denn der alte Paluten, der ganz am Anfang von Minecraft Freedom, der hätte niemals Ja dazu gesagt oder überhaupt die Idee gehabt. Komm mal her. Ich bin auch immer noch dagegen. Warum hast du keinen Helm? Was für ein Level hast du? Oh, mein Helm ist weg. Ja, ist kaputt gegangen. Was hast du denn für Level? Komm ins Bett. 23. Och Mann, immer noch nicht genug. Wir müssen deinen Dia-Helm verzaubern. Ich will nicht immer da bei dir schlafen. Hallo. Mann, hier ist einer in meinem Bett. Geh weg. Hör auf, mich zu bedrängen. Wer ist das? Maudado? Typisch. Ja, das ist wirklich typisch. Zombie ist das? Zombie, komm mal her. Ich tau... Warum will er nicht tauschen? Hä? Ich war doch ewig nicht hier. Okay, alles klar. Mieses Drecksvieh. Hallo? Ich hab nicht Schwein gesagt. Komm mal mit. Kannst du ihn mal in Ruhe lassen? Du kannst schön dabei sein, wenn wir Tiere quälen. Spaß mit den Armen. Das will ich nicht. Das war deine Idee? Ja, weil ich wollte eigentlich, dass er zu Puffy geht. Dann ist uns aber eingefallen, dass Puffy ihn umbringen wird. Ja. Und dann dachte ich, okay, wo können wir ihn noch hinpacken? So. In Manual SeaWorld. Ja. Hier. zack. Schön. Oh. Hier waren früher mal andere. Hier waren zwei glückliche Delfine, mein kleiner Axolotl. Alter, sieht der cool aus. Und die wurden dann leider ausgelöscht. Ich brauche einen Namen. Na? Nennen wir den Axi? Axel. Okay. Axel, das Axolotl. Hol mal. Nee, warte, ich guck gerade ganz kurz, wie selten unser Axolotl ist. Ach so. Axolotl. Ich hoffe nicht sehr selten, weil wir brauchen noch einen zweiten. Krass, wie er hier rumschwimmt. Ja. Der hat ja richtig Spaß. Ja, man muss sogar sagen, der war ja vorher in der Höhle und konnte sich da auch nicht wirklich wegbewegen. Das ist schon ein großes Upgrade zu der Höhle. Hier ist auch Licht. Und so klein ist das Becken nicht. Und da hier maximal zwei reinkommen, ist das auch artgerecht. Ist der türkis oder blau? Der ist türkis. Ah, okay. Vermehrung, Spawn. Da, Spawn in unterirdisch überfluteten Höhlen, in die üppige... üppige Höhlen. Ja, üppig? Ich weiß es nicht. Ah, cool. Ja, danke fürs Zeitverschwenden. Jetzt hol den Namen. Ja, warte doch. Oh. Ja. Och, Mann. Ich weiß es nicht. Ja, einfach selten, Palette. Ja. Wenn du sowas nicht weißt, einfach sagen, ist ganz selten. Meiden keine Lava. Line-up. Man meiden keine Lava. Okay. Achso, ja, ich hol. Ja. Mann, ja, ich muss wieder meine. Ich kannst direkt zwei Namen machen, ne? Ich hätte Bob noch im Angebot. Nee. Warum? Bob muss das Axolotl? Nee, Bob muss schon echt ein Dorfbewohner sein. Ja, aber die vermehren sich ja nicht mehr. Doch, klar, klar. Nee, also ich sehe die nicht mehr produzieren. Ja, dann haben sie kein Essen. Wir brauchen halt einen, der Farmer wird. Komm wieder. Ach so. Warten Sie eine Sekunde, bitte. Doch, schon, ich würde hier einfach... Nein, ich würde dich niemals alleine lassen. Danke. Ich bin immer bei dir, denn du bist mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder und dein Freund fürs Leben.
Soll ich das hier kaputt? Ah, nee. Nee, einfach. Krieg ich wieder Ärger. Genau. Ja, das ist auch vor allem blaues Glas. Da habe ich keine Lust, das immer neu zu schmelzen. Also. Hallo! Lass ihn doch bitte. Du bist aber ein süßer Frosch. Jetzt schwer. Das war frisches Wasser! Und du hast doch Kacke denn? An dir kleben. Nein, habe ich nicht. Lass mich doch mal da dran. Okay. Ich komme da nicht rein. Axel! Hallo, komm, Axel. Oh, Axel, wow. Der kleine Axel. Na, kleiner Süßer. Ja, fein. Super. Oh nee, ach man, da ist jetzt ein ganz seltener Stein. Wird denn damit rechnen können? Wirklich, ganz überraschend. Kannst du mal was Neues einfallen lassen vielleicht? Nein. Okay. So, dann machen wir das hier wieder zu. Und dann mich die Blöcke von Spa... Mann, dann warte ich hier halt unten. Minje, komm doch vorbei. Ach so, ja, ich bin ein kleiner Dulli. So. Voll geprankt. Ja, das war wirklich ein nicer Prank. Ja, cool. Füttern tue ich den aber nicht. Doch. Schön. Gib mal bitte das Buch, mein Junge. Ja. Ja, super. Spitze. Schauen wir mal rein. Spitze, Litze. Cool, ja. Leuchten verschleider nur noch einen? Ah, das ist ganz komisch. Nee, wir haben doch doch... Nein, der ist doch nicht da. Händenalarmer, ja, wann kommt denn mal Wirbelwind? Das stimmt, das frage ich mich auch. Woher sollen wir eine Biene bekommen? Was sind das überhaupt für Aufgaben von ihm? Ja, dann müssen wir großartige Bienen finden. Also, ich hasse ihn. Ich hasse den Minecraft-Gott. Wow, das ist jetzt ein bisschen drastisch. Ich weiß, ist mir egal. Da ist wirklich Hass einfach nur noch, wenn ich an den denke. Okay, das Kotzen. Ich hasse ihn nicht. Ich finde ihn gar nicht so schlecht mittlerweile. Ah, ja, alles klar, alles klar. Ich vertraue ihm halt einfach. Ja, ich. Achso, jetzt auf einmal doch, okay. Ja, ich habe nicht gesagt, ey, ich hasse ihn nicht. Ich weiß ja, ich kenne seine Motive nicht. Er ist ein ganz kranker. Aber solange Iggy bei uns ist, kann uns eh nichts passieren, eben, ne, Iggy? Richtig. Danke, Iggy. Ach, Willi und Harald. Das sind meine Lieblinge. Die Wo ist denn Zombie Mordado? Weiß nicht, die habe ich getötet. Oh, du auch. Da auch mal vorhin mein Schwert reingehalten. Hallo, wo seid ihr? Arbeitet? Ach, da, hier ist einer. Zombie ist es, ja. Oh, ich kann tauschen. Ui, das freut mich sehr. Dann nochmal. Also, wir müssen denen echt mal Essen geben. Ja, ja. Also, es kann halt nicht sein, dass da Stagnation ist nicht gut. Wir sind lächerlich. Wir? Aber lächerlich sind wir. Ja, wir. Warum? Weil wir das doch beide sind. Wir sind das Problem. Ich finde uns klasse. So, warte mal, guck mal, ich schmeiß dem jetzt ein bisschen was hin. Guck mal hier, Weizen. Ja, mach mal hier dann mal was mit dem Weizen, Zombie. Kannst du ihn bitte in Ruhe lassen? Er mag dich nicht. Doch, er mag mich. Nein, das hat er mir gerade gesagt. Er möchte nicht von dir gestört werden. Hier, Willi, du kriegst auch ein bisschen Weizen. Oh ja, Harald, du auch. Harald, ja, aber willst du, gib ihm noch Brot ein bisschen. Ja, aber Weizen reicht auch aus. Echt? So, Jungs, jetzt geht's mal richtig ran an den Lötkolben. An den Speck, Digga. Oh, jemand ist aus Versehen auf dem Ding hier ein bisschen gesprungen. Oh, ja. Ja, das waren bestimmt die Villager. Keine Glaube Sorge. Glaube ich auch. Aber das Gute ist, dass ich zumindest schon mal nachpflanze. Ah ja. Ja. Ah ja, da. Gut. Ja, gut. Du müsstest hier nur einmal die beiden. Ach du, mach gar nichts. Hier, nimm. Ja, nimm. Ja, warte, ja, nimm. Warte. Nicht warte, du. Warte. Ja, nimm's. Junge, verzieh mich eigentlich. Ah, die Versammlung. Ist Nachmittag, wenn... Ja. Warte mal, hier. Ein bisschen was für dich. Wir müssen uns jetzt aber davon entfernen, damit die Spaß haben können. Ja, aber wirf noch ganz viel hin. Genau, mache ich hier nochmal. Dann nochmal hier. Dann nimm es. Ja. Ich wirf hier auch nochmal. Okay, reicht. Das reicht definitiv. Wir haben jetzt so viel bekommen. So, Abstand nehmen ein bisschen. Und dann einfach... Hol dir ein Fernglas raus. Hast du es noch? Ja. Ui! When I get that feeling, I healing. Healing. Da kommen aber keine Herzen. Mögen die sich nicht? Bitte. Jetzt, hallo, wir brauchen auch Kinder. Wir haben so viele Betten. Und wir haben so viele Jobs. Ihr könnt euch Jobs klauen. Klauen unsere Jobs. Jetzt mach doch! Die wollen. Hallo? Warte, die beiden da. Da setze ich alles drauf. Komm schon. Oh ja. Der eine hat Oh nee. Sie trennen sich wieder. Oder? Nee, doch, wieder zusammen. Der eine sie trauert sie an. Im Fried... Oh ja. Warum glänzt er immer? Ja, der ganz hinten hat so geglänzt. Ja, der hat gerade schon mal geglänzt. Ja, aber so, weil jetzt er jetzt mach Bock doch hat. Bitte. Komm. Er hat jetzt Bock. Nee. Die beiden anderen haben Bock. Die reden auch miteinander. Komm. Nee, jetzt ist aber... Oh, Alter.
Maudado kann sich nicht entscheiden. Ja, ja. Der alte Ey, jetzt wischt er den einen Schubs den anderen weg. Ist das krass. Und im Moment, jetzt hat er, jetzt ist der Gebildete wohl gerade ausgegrenzt. Jetzt kommt noch ein Dritter, ein anderer, ein Vierter. Und jetzt schubst er den weg. Das wird ja immer wilder. Jetzt kommt und jetzt kommt die Kohle. Oh, jetzt geht der eine zum zum anderen wieder. Okay, alles klar. Ich verstehe es gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich finde diese Dreiecksbeziehung auch höchst interessant. Ich verstehe das nicht. Leute, jetzt mach doch mal was. Jetzt, er dreht sich um. Er kann sich wirklich nicht entscheiden. Hallo? Sie probieren es halt nicht mal. Ne? Ja, das ist das Problem. Das macht es mich liegt auch nicht traurig. Am Essen. Weil wenn es am Essen liegen würde, die würden es halt probieren, dann sind da solche komischen Wolken über dem Kopf. Solche Blitze, wenn es schief geht. Aber wir haben ihnen alles gegeben. Ja, wir sind nicht das Problem. Ja, vielleicht ist es deren Potenz. Ja. Hier, nimm doch mal ein bisschen was. Oh, die stehen... Was seid ihr denn für Gierlappen, Alter? Was zur Hölle? Haben die sich wieder alles von dir geschnappt? Ja! Okay. Oh, hier war noch ein Steak. Essen die das nicht? Komische Leute. Ja, okay, genau. Wir machen mal genau das, was... mach du mal um die Felder, ich mach unten die Felder. Okay. So spitze, Leute. Vielleicht bräuchten wir auch noch mal einen Farmer. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Wir müssen halt irgendwie dann einen frischen Erwachsenen runterlocken. Okay. Oder das Kind direkt unten einsperren. Ich glaube, das wäre das Beste. Ja, das klingt auch mehr nach uns. Richtig. Einsperren und Kinder. Irgendwann müssen wir halt wirklich mal Minecraft-Keller machen. Oh ja, das wäre geil. Da würde ich richtig aufgehen drin. Ich weiß, warst du schon damals? Ja. Also, war ja eigentlich schon. Eigentlich war Minecraft Freedom gar nicht Freedom, sondern Minecraft-Keller. Zu gewissen Zeiten auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe da unten halt 500 bis 1000 Leute erschaffen. Oh ja. So sehr, dass der Server angefangen hat zu laggen. Ja. Und das vielleicht eine kleine, also... Ja, es gab ein paar Aktionen, die dem Server geholfen haben. Genau. Ich nenne es mal so. Performance-Upgrades. Ja. In Form von Schwert in den Rücken. Genau. Gab es ein paar Unfälle einfach. Genau, ja. Unfälle, das... Auch zu viert mit unseren Schwertern. Da erinnere ich mich noch dran. Ja, dass wir da zu viert rumgelaufen sind mit unserer... Ah, das waren schöne... Das sind meine Erinnerungen an Freedom. Wie ich da mit dem Schwert durchgesäbelt bin. Oh ja. Oh Mann. Und Pingling auf dem Planeten gelassen habe. Junge, die Pingling-Storyline war einfach so die kannst gut. Du auch, wenn man die runterschreibt, die kannst du keinem zeigen. Ja, aber wir haben Pingling auf dem... Allein dieses... Bitte blend das einmal ein. Es gibt eine, wo du sagst, tschüss, Pingling. Und das war ein fataler Fehler. Nein, Pingling, halt dich an der Rakete fest. Nein, nicht mein Pingling. Aber was passiert jetzt mit ihm? Manu, du verbrennst Pingling. Oh ja, das war ein fataler Fehler, weil sie hat Rache genommen. Sie hat sich mit den Arganern zusammengetan. Hey, Junge, die Arganer. Hatten wir aber auch. Wir waren wirklich einfach die Bösen, stellenweise. Nö. Naja, das große Ganze war sehr nett von uns, weil wir haben ja die Machenschaften da unterbunden. Ja, ja, und die Arganer waren auch nicht so korrekt. Nicht? Kommst du ins Bett? Ja, warte, die wollen hier noch mal ein bisschen essen. Ja, später. Ja, okay. Okay, ich habe ihnen noch mal ein bisschen was gegeben. Vielleicht machen die im Bettchen so ein bisschen. Nee, das ist nur am Nachmittag, glaube ich. Deswegen will ich ja schlafen, jetzt schlaf. Du bist ja gar nicht in den Pissbetten. Nee, ich bin bei mir im Bett. Ich habe einen gewissen Abstand jetzt zu dir. Das merke ich schon. Wir entwickeln uns auseinander. Ja. Sag ich da nur. Oh ja. So, Zombie, können wir jetzt... Oh, wir können wieder tauschen. Oh ja, jetzt will er nicht mehr. Perfekt. 12 Smaragde. Danke, Zombie, für deine großzügigen Smaragde. Sehr nett von dir. So, was seid ihr denn? Na, guck mal hier. Was machst du denn hier? Jetzt hör auf zu schlafen. Du kannst mal ein bisschen arbeiten. Sorry. Hallo? Nein! Oh, jetzt genommen? Das hast du geschafft. Was bist du denn für ein... Da ist ein Baby! Hä? Hey, warum? Hier, guck mal. Kann ich den... Warte, ging das mit einer Leine? Nee, ne? Ich box ihn. Nee, schade. Oh, nein. Bloß nicht. Wie können wir den... Ich pack ihn in den Wassereimer. Ah, warte. Das ist so geil. Ja, er mag dich. Geh weg, geh weiter rein. Nein, rein.
Nein, er mag dich doch. Lass. Jetzt drängst du ihn sogar eher weg. Jetzt geh doch einfach nach da hinten. Jetzt mag er mich. Ja, ich spüle ihn weg. So. Jetzt musst du nur noch kommen. Komm her. Ja. Palette, komm einfach. Ja. Komm raus. Nimm mal Wasser mit. Ich hol's mir. Perfekt. Perfekt, okay? Ja, aber so nein. Kann er doch da nein! Ey! Ey! Was ist denn los? Warum, was willst du denn mit ihm machen? Ich möchte ihn einfach irgendwo einsperren. Es ist komplett egal wo. Und dann da so ein Farmer-Ding hinstellen, damit er direkt Farmer wird, wenn er groß wird. Hier, perfekt. Tschüss. Reicht schon. Ja, warte, ich... Na, lass, es ist egal. Es ist schon geglückt. So, jetzt nehme ich einfach den Job-Dingsy. Das da. Zack. Und das war's. Ja. Tschüss. Okay, das reicht. Ja, das reicht. Der wird jetzt Farmer, denke ich mal. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, aber ist es nicht so, wenn wir das irgendwann abbauen, dass er dann wieder kein Farmer ist? Ja, genau. Deswegen werde ich mit ihm reden, kurz ein bisschen train, bis er ein Level macht und dann ist es egal. Weil dann bleibt er das ja für immer. Weißt du? Echt? Sicher? Ja. Ja. Habe ich so im Kopf drin. Okay. Können wir mal ausprobieren. Kopf ist aber auch manchmal viel Müll. Ja. Ja, das stimmt. Ich wollte es drastisch ausdrücken, aber Müll ist auch in Ordnung. Müll ist doch schon drastisch. Was ist das denn jetzt? Naja. Naja. So ist wieder Stress, ne? Nein, Mann! Ey, also wenn ihr irgendwann mal in der Zeitung lesen solltet, dass er verprügelt wurde, ich war's. Egal, was da steht. Oder ich hab's organisieren lassen. Ne? Ja. Du kleine, geile, helmlose Kürbis... Ja, ich will halt meinen Kopf zeigen. Typ. Mein Kopf ist nämlich wunderschön. Das stimmt. Meiner nicht, ne? Mit der Maske. Doch. Nee. Guck mal, zeig's dir. Krass, ne? Gott, bitte mach's weg. Ja, ich weiß. Ich lass es. Und weißt du, was ich noch lass? Ne? Ich lass die Folge jetzt enden. Nein! Doch, bewertet Bob. Sehr gerne das Video. Hast du gesehen, dass ich ihn Bob genannt habe? Nee. Ach, das ist Bob jetzt. Und Bob war ja auch ein Farmer. Ja, passt ja perfekt. Wir hatten schon mal einen Bob. Bob war der mit Candace oder Caitlin oder so zusammen war. Und dann war Schmiedi und hat sich eingemischt. Und dann haben wir Schmiedi verbannt. Ach, tolle Geschichte. Ja, bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung. Da befindet sich Palutens Kanal. Da gibt es nämlich morgen die nächste Folge. Wowie. Wowie, bis denn, euer Schmanuel. Haut rein. Tschüss.